U17 Nike Youth Cup, Viertelfinale, Hertha BSC empfängt Viktoria Berlin im Hertana Amateurstadion. Also optimale Bedingungen auch für ihn, Hertha-Kapitän Marton Dardai. Papa und Profitrainer Pal Dardai auch mit von der Partie. Er warf abseits der Kameras einen genauen Blick auf seinen Sohnemann. Viktoria Berlin, die Gäste im traditionellen Himmel blau. Das Los, Hertha BSC, natürlich das Schwerste, das du bekommen kannst. Aber sie sind gut im Spiel. Okezie, da fehlte schon mal nicht viel für die Gäste, die in der B-Union-Regionalliga momentan auf Platz 8 im gesicherten Mittelfeld rangieren. Bundesliga ist Hertha zuletzt 2016 Pokalsieger, kommt mal über Golombek. Der schmeißt den Turbo an und in der Mitte Kade 1-0, 8. Minute. Anton Kade zweifelsohne eines der größten Talente des Clubs, gerade mal 15 Jahre alt, soll sich jedoch schon bei der U17 präsentieren. Das Gegentor aus Viktoria-Sicht natürlich zu verhindern. Kade entwischt Becker am Rücken und muss nur noch den Fuß hinhalten. Die Frage war, wie antwortet Viktoria? Eckball. Hertha kann löschen und Dettmann im Rückraum. Verliert den Ball gegen Netz und jetzt geht die Post ab. Luca Netz. 4-3. An der Seite macht Kade mit. Der hebt den Kopf, denn da wartet Luca Netz und der netzt ein 2-0. Das Ganze schon 4 Minuten vor der Halbzeitpause. Luca Netz traf gegen Rotation Prenzlauer Berg im Pokal und wartet hier im Rückraum. Hertha ideal besetzt, einer kurz, einer lang. Netz im Rückraum und Kade kann sich dann aussuchen, wem er den Treffer serviert. Nochmal die Hertha kurz vor der Pause. Die Ecke kurz ausgeführt und dann ist es wieder Luca Netz aus der Distanz. Und endlich kann sich Viktoria-Keeper Paul Mundstock mal auszeichnen. 2-0 der Pausenstand für Hertha-Coach Zecke Neuendorf. Anscheinend komfortabel genug, gönnt seinem Kapitän Marton Dardai einen vorzeitigen Feierabend. Seine Kollegen gehen jedoch etwas zu bequem mit diesem Vorsprung um. In Persona von Torwart Bartel. Und auf einmal die Riesenchance für Viktoria. Geronimo Mattmüller. Zu viele Gedanken im Kopf. Knapp am rechten Pfosten vorbei. Viktoria bleibt dran. Einwurf Becker, der eingewechselte Gregoriades. Vorbei an Tomerius. Und dann Berkim Yilmaz. Dieses Mal ist Bartel auf dem Posten. Viktoria hat die Chancen zum Anschlusstreffer. Szene ungeschnitten. Der schnelle Ballgewinn der Himmelblauen. Nächster Versuch und wieder knapp vorbei. Das Tor für die Gäste jetzt längst überfällig. Hertha immer mal wieder mit leichten Fehlern im Spielaufbau und dann geht's bei Viktoria schnell. Bob Okezie. Okezie kommt leicht ins Straucheln. Im Abschluss ist das bisher ein gebrauchter Tag für Viktoria Berlin. Und wie ist es so oft, wenn du die Chancen vorn nicht nutzt? Dann bekommst du hinten die Tore. Hertha mit einer Eiseskälte. Benedikt Karl ganz überlegt zum 3-0. Das ist der Deckel auf diese Partie. 80. Minute. Ein hartes Stück Arbeit für den Bundesligisten. Viktoria mit einer deutlichen Leistungssteigerung in Hälfte 2, aber am Ende verzweifeln sie an der eigenen Chancenverwertung. Shake Hands zwischen Zecke Neuendorf und Arthur Juiko. Marcel Colata hatte beide nach dem Spiel am Mikro. Nennen Sie es eingebildet oder arrogant, aber ich hatte nicht das Gefühl hier heute bei dem Spiel, dass jetzt Viktoria hier uns noch den Zahn ziehen kann. In keinem Moment. Also ich glaube, die zwei Halbchancen, die sie denn noch hatten, da haben wir, unser Torwart hat den Ball den Stürmer in Fuß gespielt zweimal und das war's dann. Also war jetzt nicht irgendwie, dass die irgendwas herausgespielt haben oder wir wurden kalt erwischt, sondern es war einfach, wir sind im klaren Ballbesitz, im Aufbauspiel und wir spielen den Gegner den Ball im Fuß, der läuft aufs Tor, aber es gab ja nicht mal einen Torschuss. Also von daher gab es jetzt keinen Moment, wo ich dachte, so schade, weil andersrum kann ich ja auch fragen, so oder könnten Sie ja fragen, hatten Sie den Moment, warum Sie das dritte und vierte Tor nicht denn früher machen? Weil da lagen ja einige Sachen oder waren im Reich des Möglichen, also eher als dass Viktoria ein Tor schießt. Es hat eigentlich so ein bisschen auch
Quäntchen Glück gefehlt. Ja. Wir hatten ja auch schon in der ersten Hälfte die ein oder andere Strafraumaktion. Die hätten wir vielleicht ein bisschen ruhiger zu Ende spielen müssen. Ja, vielleicht uns mit einem Abschluss mal auch im Angriff auch belohnen können. Aber letztendlich, eigentlich hat ja so das i-Tüpfelchen gefehlt. Ja, vielleicht ein eigenes Tor, ja, was so ein bisschen vielleicht nochmal uns nochmal einen Schub gibt. Aber ja, leider war es nicht so. Die Köpfe natürlich alle unten bei Viktoria. Im Viertelfinale ist Schluss für Himmelblau. Hertha muss noch einen Schritt gehen bis zum Finale. Dort standen sie schon zweimal in den letzten 3 Jahren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.